Namaste. Ich begrüße dich ganz herzlich heute zu meiner Yogastunde. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest einen schönen Tag. Das, was du heute brauchst, ist eine Matte. Wichtig ist, dass du die Strümpfe ausgezogen hast und auch die Schuhe. Wenn du hast zwei Blöcke oder zwei Bücher, zwei dickere Bücher, und ansonsten einfach nur ein Handtuch. Du kannst dir auch ein Kissen mit bereitlegen, falls du das benötigen solltest, denn es darf nichts schmerzen. Du kannst immer das Kissen unter deine Knie, unter deinem Po oder unter deinem Bauch legen oder das Handtuch. Mach die Bewegungen bitte so, wie sie dir heute gelingen. Und achte vor allem auf deine Atmung. Bewegung und Atmung sind eins. Jetzt komm einmal in den Schneidersitz und atme ruhig und gleichmäßig. Die normale Yoga-Atmung bedeutet einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund in deinem eigenen Rhythmus. Und wir werden heute zwischendurch die Feueratmung benutzen, um deine Energie zu erhöhen. Das heißt, Feueratmung bedeutet, wenn ich dir sage, jetzt bitte die Feueratmung bzw. auch Schnappatmung genannt anzuwenden. Und zwar machst du das folgendermaßen. Du atmest einige Male durch die Nase. In der Regel sind es 8 Atemzüge. Praktisch und nach 8 Atemzügen, es können auch 6 sein, wie du das heute schaffst, hältst du die Atmung an und atmest durch die Nase aus. Wir beginnen jetzt im Stehen. Komm einmal nach oben und wir machen uns warm. Komm auf deine Matte, Schulter nach hinten. Achte auch immer auf deine Fußstellung, dass du einen stabilen Boden unter deinen Füßen hast und nicht rutscht. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule, Schulter nach hinten. Nimm einen tiefen Atemzug, schau nach oben. Und noch einmal. Und nach oben. Und noch einmal. Und jetzt schließe einmal über dir deine Hände. Hände sind geöffnet wie ein Fächer. Mach den Rücken ganz rund. Wieder nach oben und wieder Rücken rund und wieder nach oben und noch einmal runder Rücken. Die Knie gehen dabei immer ein Stück nach vorne, Popo ist angespannt. Geh in die Seite und wieder nach oben, andere Seite. Und wieder nach oben und nochmal in die Seite und nach oben, letztes Mal in die Seite, öffne dich, nimm die Arme mit nimm deine Atmung mit, einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Und dann mach einmal Kreise mit deinen Schultern. Und nochmal Atmung mitnehmen.
Arme in die Seite, komm nach unten und wieder nach oben. Andere Seite und wieder nach vorne und nochmal in die Seite und nach oben und nochmal ein Dreieck und dann mach einen großen Kreis mit deinen Armen. Nimm deinen Bauch mit, deinen ganzen Körper. Mach eine Rolle. Beatmung und Bewegung sind eins. Und ein letztes Mal. Arme nach unten. Schau mit deinem Fuß einmal auf die linke Seite. Beuge dein vorderes Bein, wir kommen in den Krieger. Bauch zur Wirbelsäule gezogen. Nimm die Arme waagerecht, Hände geöffnet wie ein Fächer. Und jetzt komm nach oben. Komm mit dem Unterarm auf deinen Oberschenkel, schau nach oben. Und wieder nach oben. Ganz nach oben und nochmal mit dem Unterarm auf deinen Oberschenkel, deinen Arm nach oben. Und wieder nach oben. Und schau wieder nach vorne. Komm jetzt mal ganz nach unten. Nimm den Arm nach oben, schau nach oben zum Himmel. Komm mit deinem Oberarm auf dein Ohr. Halte die Dehnung. Komm nach unten. Nimm deinen Fuß in die Mitte. Strecke dein vorderes Bein. Halte die Dehnung. Atme ein durch die Nase. Aus. Durch den Mund und komm jetzt mit dem linken Arm einmal nach oben. Ausatmend nach unten. Andere Arm nach oben. Ausatmend nach unten. Beuge dein vorderes Bein, wandere einmal mit deinen Armen nach vorne, das vordere Bein bleibt gebeugt. Halte die Position. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Wandere wieder zurück, nimm deinen Fuß wieder in die Mitte und komm nach oben. Öffne dich. Greife von hinten einmal deine Arme, deine Hände, Arme gestrecke nach hinten. Und wenn du magst, schau nach oben zum Himmel. Kinn zum Brustkorb, löse die Arme. Sehr schön gemacht. Und jetzt strecke dein vorderes Bein wieder. Und schau jetzt auf die andere Seite. Schulter nach hinten. Komm nach oben. Und nach vorne. Unterarm wieder ablegen. Oberarm nach oben. Und wieder nach oben. Und nochmal. Unterarm ablegen und nach oben. Und wieder nach oben. Und noch einmal. Und wieder gerade.
Komm mit deinem Arm wieder nach unten, mit dem vorderen und schau nach oben zum Himmel. Komm mit dem Oberarm auf dein Ohr, halte die Position. Einatmen durch die Nase, aus durch den Mund und dann komm ganz nach unten. Nimm deinen Fuß in die Mitte, halte die Dehnung, atme in die Dehnung hinein und dann komm mit dem rechten Arm nach oben. Ausatmend nach unten, linker Arm nach oben, bei mir ist es der linke, schau auf deine Seite und wieder nach unten, beuge dein vorderes Bein wieder, wandere mit deinen Armen nach vorne vor deinen Körper und halte die Dehnung. Wandere wieder zurück und komm wieder nach oben mit einem tiefen Atemzug. Sehr schön gemacht. Schau nochmal nach oben und nach vorne. Jetzt greife wieder von hinten deine Hände. Schau nach oben zum Himmel. Kinn zum Brustkorb und wieder lösen. Strecke dein vorderes Bein, schau mit beiden Füßen schräg nach vorne. Öffne deine Arme, komm mit den Armen nach oben, Oberkörper nach vorne, komm nach unten, streck die Arme nach vorne und beginne jetzt in dieser Position mit der Feueratmung. 8 Atemzüge nach oben ziehen und dann erst, eventuell machst du eine kleine Pause, bevor du dann erst ausatmest. Starte, mach das einige Male. Achte dabei darauf, dass du ausschließlich durch die Nase ein- und ausatmest. Bei der Feueratmung oder auch Schnappatmung genannt. Und ein letztes Mal. Feueratmung. Und dann wandere einmal mit deinen Händen auf die linke Seite, zieh dich raus. Wandere auf die rechte Seite, zieh dich raus. Und dann triff dich einmal in der Mitte, strecke deine Arme. Die Hände sind geöffnet wie ein Fächer und komm mit dem rechten Arm nach oben. Ausatmend nach unten, einatmen durch die Nase nach oben, den Arm nehmen und ausatmen durch den Mund nach unten und nochmal nach oben. Ausatmend nach unten und ein letztes Mal nach oben und dann komm nach unten. Winkle jetzt dein linkes Bein an. Das rechte Bein ist gestreckt und dann komm mit deinem rechten Arm nach oben. Schau nach oben zum Himmel. Halte die Dehnung. Ausatmend nach unten. Mach die Übung immer so, wie es dir gelingt
Und dann streck dich in dieser Position einmal nach vorne. Komm auf die Fingerkuppen, halte die Dehnung. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Atme ruhig und gleichmäßig. Halte die Position. Und beginne jetzt dreimal hintereinander mit der Feueratmung. Atme wieder ausschließlich durch die Nase. Ein letztes Mal. Und dann wandere wieder zurück, kontrolliert. Nimm die Hände vor deinen Körper, stütz dich ab. Wandere auf die andere Seite. Der Fuß befindet sich auf dem vorderen Fußballen. Den anderen Fuß strecken und komm dann nach oben. Schau nach oben zum Himmel. Atme ruhig und gleichmäßig. Achte darauf, dass du die Hände immer öffnest wie ein Fächer. Und dann komm nach unten, streck die Arme wieder nach vorne und beginne wieder mit der Schnappatmung oder Feueratmung. Mach es dreimal hintereinander. Wandere wieder mit deinen Händen vor deinen Körper, stütz dich ab, triff dich wieder in der Mitte, stell die Füße stabil auf und dann komm nach oben. Tiefer Atemzug, komm in den Stern, schau nach oben und ausatmend den starken Löwen. Komm wieder nach oben in den Stern und ausatmend in den starken Löwen und noch einmal in den Stern und ausatmend durch den Mund in den Löwen. Sehr schön. Öffne dich, dreh einmal deine Schultern und nochmal schließe einmal deine Beine und komm jetzt mit deinem rechten Fuß über dein linkes Bein, beuge dein linkes Bein ein Stück, stell den Fuß auf, steh ganz stabil, Bauch zur Wirbelsäule gezogen, nimm die Schultern nach hinten. Steh stabil, komm wieder nach oben und nochmal nach unten, als würdest du fliegen. Nimm deine Atmung mit. Und dann komm mit den Armen nach vorn. Handinnenflächen schauen nach oben. Leg den linken über den rechten Arm, winkle deine Arme an und dann komm in den scharfsinnigen Adler.
atmend nach vorne, andere Seite. Und wieder gerade. Und dann löse deine, komm wieder in die Flügelposition des Adlers. Einatmen durch die Nase. Und Schulter nach hinten. Super gemacht. Löse die Beine, schüttle deine Füße aus. Und wechsle die Seite. Beuge wieder deine Beine zuerst. Dann nimmst du das andere Bein und stellst es. Ich habe jetzt das linke über das rechte gestellt, je nachdem, welchem Bein du gerade fest auf dem Boden standest. Steh ganz stabil und komm wieder in die Flügelhaltung. Mache große Flügel, einatmen durch die Nase, aus durch den Mund und dann komm mit deinen Armen nach vorne. Wir kommen wieder in den Adler, in dem Fall sind das unsere Flügel. Leg jetzt den rechten über den linken Arm, Arme wieder anwinkeln, komm nach oben. Ausatmen, drunter Rücken. Wieder nach oben und dann dreh dich zur Seite. Und wieder gerade, dreh dich zur anderen Seite. Und wieder gerade und dann löse. Und schwinge deine Flügel, Atmung wieder mitnehmen. Und dann Arme drehen, stabile Haltung. Und löse die Position, schüttle deine Füße aus. Super gemacht. Und dann komm einmal an den Rand deiner Matte. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule, Schulter nach hinten. Nimm einen tiefen Atemzug und komm ausatmend nach unten. Mach einen Tisch mit deinem Rücken. Arme nach vorne. Komm wieder nach unten. Stelle die Hände einmal ab und komm mit dem linken Bein nach oben. Halte die Position. Ausatmend nach unten, andere Seite nach oben. Ausatmend nach unten. Mach mit deinem Rücken einen Tisch. Arme wieder nach vorne. Ausatmend nach unten und jetzt kommst du von dieser Position aus in den herabschauenden Hund. Geh im Wechsel mit der Ferse nach unten, Atmung mitnehmen, Bauch zur Wirbelsäule ziehen. Und dann halte die Fersen unten gedrückt. Zieh deinen Bauch zur Wirbelsäule und beginne jetzt wieder mit der Feueratmung. Starte. Mal Feueratmung.
dem rechten Bein gestreckt nach oben wieder. Beuge deinen Fuß jetzt zum Popo, öffne ein Stück deine Hüfte und schau, ob du durch die Achsel hindurchschauen kannst, dein Fuß sehen kannst. Und dann komm mit dem oberen Bein einmal nach unten, streck dein linkes Bein, ich habe das rechte angewinkelt. Halte erst deine Position. Und komm ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Geh im Wechsel wieder mit der Ferse nach unten. Dann halte den herabschauenden Hund. Komm jetzt mit dem linken Bein gestreckt nach oben. Beuge dann dein Bein, schau mit dem Fuß zum Popo. Schau auf der anderen Seite, ob du eventuell deinen Fuß sehen kannst. Und dann komm wieder über Kreuz. Mach es kontrolliert und so, wie du es heute kannst. Nichts erzwingen in der Dehnung. Herabschauenden Hund. Geh wieder im Wechsel mit der Ferse nach unten. Halte die Fersen unten gedrückt. Komm mit dem linken Bein einmal mit der rechten Hand zum linken Fuß. Halte die Position. Ausatmend Hand zurücklegen und nimm dann die linke Hand zum rechten Bein, zum rechten Fuß. Mach es so, wie es dir gelingt. Bitte nichts erzwingen, jeder so weit, wie er kann. Wenn du das nicht so weit kannst, kannst du dich auch aufstützen in der Mitte. Teste dich immer aus, wie weit es geht. Geh im Wechsel wieder mit der Ferse nach unten. Leg die Fersen wieder ab und komm jetzt mit deinem linken Fuß zwischen deine Hände. Und komm nach oben mit deinem Oberkörper. Öffne dich. Greife von hinten deine Hände, schau nach oben. Ausschau, komm ausatmen zurück und nimm jetzt mal deinen hinteren Fuß ein Stück näher ran. Nimm die Arme nach vorne, halte die Dehnung, atme in die Dehnung hinein. Beginn jetzt in dieser Position wieder mit der Feueratmung. Dein vorderes Bein und komm mit dem rechten Fuß wieder einen Schritt zurück. Lege dann das rechte Bein auf, den Fuß ebenso und komm mit dem linken Arm dann nach oben. Schau nach oben zum Himmel. Ausatmend wieder zurück. Vorderes Bein. Komm in den halben Spagat. Komm
komm auf die Fingerkuppen mit deinen Händen. Strecke dein Bein, soweit es dir geht. Wenn du magst, kannst du die Blöcke nehmen, unter deine Hände stellen. Mach die Übung so, wie es dir gelingt. Wir müssen im Yoga keine Akrobaten sein. Und auch achte auf die Atmung. Auch Atemprozesse im Yoga sind Übungen. Immer wieder zu üben und es zu verfeinern. Die normale Yoga-Atmung, einatmen durch die Nase, aus durch den Mund oder auch jetzt die Feueratmung. Du kannst sie immer wieder üben, üben und üben. Und jetzt komm mit beiden Händen auf die linke Seite, zieh dich raus, halte die Position. Triff dich wieder in der Mitte, komm gerne mal auf die Ellenbogen. Halte die Position. Und dann nimm deinen Fuß wieder in die Mitte. Stell deinen Fuß auf. Und dann komm wieder nach oben mit deinen Armen. Grüße Hatha, Sonne und Mond. Öffne dich. Nimm deine Hände von hinten. Öffne deinen Brustkorb. Schau nach oben. Und öffne dich wieder, immer wieder für die Feuerenergie des Universums. Die Position. Komm mit deinen Händen wieder nach unten. Nimm eventuell als Rutschfläche jetzt etwas vor dein, auf dein, unter deinen Fuß. Wandere nach vorne und halte die Dehnung. Atme in die Dehnung hinein. Atme ruhig und gleichmäßig. Mach es so, wie es dir heute gelingt. Und dann komm mit einem großen Kreis wieder nach hinten zurück. Komm zuerst in den Vierfüßler, komm mal kurz mit dem Popo nach hinten. Leg mal die Stirn ab und beginn jetzt gerne auch die Ellenbogen und beginn jetzt in dieser Position mit der Feueratmung, Schnappatmung. Und jetzt komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler, leg dein Handtuch wieder bereit und vom Vierfüßler aus machst du zuerst einen Katzenbuckel, schaust wieder nach vorne, stell einmal die Füße wieder auf und komm in den herabschauenden Hund, geh wieder im Wechsel mit der Ferse nach unten. Atmung, ganz normale Atmung, einatmen durch die Nase, aus durch den Mund, also Yoga-Atmung. Dann halte die Fersen wieder unten gedrückt und komm jetzt mit deinem rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Komm nach oben, ganz kontrolliert. Die Position. Ausatmend nach unten. Und dann mach mit deinem hinteren Fuß einen kleinen Schritt nach vorne. Dein
dein vorderes Bein ist gestreckt, die Hände befinden sich auf den Fingerkuppen, zieh den Bauch zur Wirbelsäule und jetzt beginn wieder mit der Feueratmung zu atmen. Jetzt mach wieder einen Schritt mit dem hinteren Fuß nach hinten und lege dann dein Knie ab, den Fuß ebenso und öffne dich mit dem rechten Arm nach oben. Komm ausatmend wieder nach unten und komm von da aus wieder in den halben Spagat, nimm deine Fußspitze nach oben. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule, bleib auf den Fingerkuppen, halte die Dehnung, atme in die Dehnung hinein. Und dann komm mit beiden Händen einmal über dein ausgestrecktes Bein, bleib schön auf den Fingerkuppen, wir aktivieren damit auch immer wieder unsere Fingerkuppen-Chakren. Die Chakren des Gebens und Nehmens. Halte die Position. Und dann wandere mit beiden Händen einmal auf die andere Seite. Wenn du magst, komm auf die Ellenbogen. Du kannst unter die Ellenbogen auch gerne ein Kissen legen oder deine Blöcke. Mach es so, dass es angenehm für dich ist. Geh in die Position. Soweit es dir gelingt. Und dann komm langsam wieder nach oben. Nimm deinen Fuß wieder in die Mitte. Stelle deinen Fuß auf. Und komm nach oben mit deinem Oberkörper. Begrüße Hatha. Greife von hinten in deine Hände, schau nach oben zum Himmel. Kinn zum Brustkorb und komm wieder nach unten. Komm jetzt mit deinem vorderen Fuß auf deine Rutschfläche. Komm wieder in die Dehnung, mach es so weit, wie es dir heute gelingt. Atme ruhig und gleichmäßig. Und dann komm mit einem Kreis zurück mit deinem Bein in den Vierfüßler. Mach einmal einen runden Rücken. Schau nach vorne und nochmal Rücken rund und noch einmal nach vorne schauen und ein letztes Mal rund und schau nach vorne. Leg jetzt mal den Kopf ab. Nimm die Arme an die Seite. Wir aktivieren unser Kronenchakra. Verkeile von hinten einmal die Hände. Nimm sie nach oben und komm in die Hasenposition. Atme ruhig und gleichmäßig. Einatmen durch die Nase. Durch den Mund. Und dann rolle langsam die Stirn wieder ab.
Füßen mit deinen Händen, komm wieder nach vorne, zieh dich raus und dann komm wieder in die Kindshaltung und dann drück dich nach oben, mach den Rücken rund und schau wieder geradeaus. Komm jetzt einmal mit den Ellenbogen auf deine Matte, Fingerspitzen schauen nach oben. Wenn du magst, leg die Stirn ab, zieh den Popo nach hinten, damit du in der Schulterpartie die Dehnung spürst. Und dann beginne, wenn du deine Position hast, wieder mit der Schnappatmung. Lass die Arme nach vorne gleiten und komm zurück in den Vierfüßler, mach einen Katzenbuckel. Und schau wieder nach vorne und nochmal den Katzenbuckel und schau nach vorne. Jetzt schließe einmal deine Beine. Schau mit den Fingerspitzen zu deinen Knien und komm nach hinten, halte die Dehnung. Atme in die Dehnung hinein. Einatmen durch die Nase, aus durch den Mund. Und dann komm nach oben mit deinen Händen. Einen großen Kreis mit deinen Armen. Stütz die Hände einmal hinten ab. Lass den Kopf nach hinten gleiten. Und ausatmend wieder nach vorne, Kinn zum Brustkorb. Sehr schön gemacht. Komm jetzt mit deinem linken Knie hinter dein rechtes Bein und dann komm einmal nach hinten, öffne deine Füße so, dass du den Popo dazwischen setzen kannst. Wenn das zu anstrengend ist für dich, kannst du auch ein Kissen unter deinem Popo legen oder du hast zwei Varianten, du kannst den Fuß auch aufstellen oder das untere Bein auch ausstrecken. Den Rücken gerade, Schulter nach hinten, Bauch zur Wirbelsäule gezogen und dann komm mit den Armen nach oben, wandere mit deinem Oberkörper nach vorne, komm auf die Fingerkuppen, halte die Position. Und beginne jetzt in der Position wieder mit der Feueratmung. Wandere einmal auf die linke Seite, zieh dich schön raus, bleib auf den Fingerkuppen. Wandere auf die rechte Seite, zieh dich raus. Und dann komm wieder nach oben. Öffne dich. Drehe einmal deine Schultern und nochmal. Den Rücken gerade und komm jetzt mal mit deiner linken Hand auf die Seite. Nimm den rechten Arm schön rausgestreckt und dann andere Seite. Zieh
dich raus. Komm wieder nach oben, Schulter nach hinten. Nimm mal die Hände nach hinten. Schau nach oben. Kinn zum Brustkorb. Schau geradeaus. Sehr schön gemacht. Stütz dich einmal auf. Und dann löse die Position. Öffne deine Beine. Nimm den Arm einmal nach, die Arme einmal nach vorne. Zieh dich ganz weit nach unten. Halte die Position. Und beginne jetzt in dieser Position mit der Feueratmung. Wandere wieder nach oben, öffne dich, Schulter nach hinten, stütz dich auf, schließe deine Beine und komm jetzt mit beiden Beinen mal auf die andere Seite, stell dein linkes über dein rechtes, wir wechseln jetzt die Seite, setz dich wieder zwischen deine Ich drehe mich jetzt mal so, dass du mich vielleicht ein bisschen besser sehen kannst. Du kannst so bleiben. Schulter nach hinten, Bauch zur Wirbelsäule ziehen. Und jetzt komm wieder mit den Armen nach oben. Wandere wieder nach vorne. Zieh dich schön raus. Beginne jetzt mit der Feueratmung. Wandere mit deinen Händen auf die linke Seite, zieh dich raus. Wandere auf die rechte Seite, zieh dich raus. Und dann komm langsam wieder nach oben. Sehr schön gemacht. Geh mal in die Seite. Zieh dich raus. Der Popo bleibt am Boden. Andere Seite. Komm wieder nach oben, Schulter nach hinten gehen. Sehr schön gemacht. Öffne wieder deine Beine in ein V. Komm nach oben. Geh mal zu deinem linken Fuß und zieh dich ran. Wandere auf zum anderen Fuß. Zieh dich ran und komm wieder nach oben, Schulter nach hinten. Nimm mal den linken Arm nach hinten, schau nach oben. Und der andere Arm. Und dann nimm einmal deine Blöcke. Unter deine Schulterblätter. Die Beine sind angewinkelt. Nimm die Arme nach oben. Verkeile die Hände, strecke die Arme weit raus. Und zieh dich einmal schön weit nach hinten. L'ombre des oiseaux caresse.
Verbinde jetzt die Füße miteinander, lass die Knie nach außen fallen. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. Und jetzt schließe deine Beine wieder, strecke die Beine, mach dich ganz lang. Und dann komm mit deinen Armen nach oben. Stütz dich auf und leg die Beine einmal hin. Die Blöcke zur Seite. Auf die Matte. Und wir machen jetzt, jeder macht so weit, wie es geht, die Brücke. Erzwinge nichts, nimm einfach die Hände nach hinten und nimm den Oberkörper nach oben, soweit es dir gelingt. Wieder nach unten. Nimm die Arme entlang deines Körpers, schließe einmal deine Beine. Zieh mal die Knie ran, mach mal kurz Kreise zur einen Seite und anderen Seite. Nimm dann die Beine nach oben, sie sind noch angewinkelt. Greife deine Füße und dann strecke deine Beine. Öffne sie in der V und beginne jetzt wieder mit der Feueratmung. Hello, my love, I heard a kiss from you. Schließe deine Beine. Ganz langsam kommst du in den Flug, halte die Position und beginne jetzt nochmal mit deiner Schnappatmung, Feueratmung. Dann komm Wirbel für Wirbel nach unten. Halte die Beine oben. Stell die Füße einmal an. Und drücke dich nach oben. Komm jetzt mal in die Position des Schneidersitzes. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Dann komm einmal mit deinen Armen nach oben, wandere nach vorne . Halte die Position. Beginne mit der Feueratmung. Wandere wieder langsam nach oben. Komm wieder nach oben. Öffne dich. Schulter nach hinten. Geh mal in den Drehsitz. Andere Seite, Drehsitz, gerade rücken. Schau wieder nach vorne, Schulter nach hinten. Stütz dich einmal ab, andere Seite, Seitenwechsel. Komm mit deinen Armen wieder nach oben.
wandere wieder nach vorne. Dann beginne wieder mit der Feueratmung. Nach hinten, Drehsitz in die Seite. Andere Seite. Und schau wieder geradeaus. Wenn du magst, leg dich jetzt einfach mal in Shavasana. Leg dich auf den Rücken. Und entspanne einmal deinen ganzen Körper. Schließe deine Augen. Und atme ruhig und gleichmäßig. Entspanne deinen ganzen Körper. Und lass Ruhe einkehren. Mach dein Gesicht ganz weich. Entspanne deine Arme, deine Hände sind entspannt, entspanne deine Beine und jetzt deinen Rücken, entspanne deinen Bauch und deinen Brustkorb. Fühle jetzt über dir einen sanften Wasserstrahl oder einen sanften Wasserfall. Es ist das Wasser des Lebens und es belebt jede Zelle in dir mit Kraft, Energie und Stärke. Spüre, wie du durchflutet wirst. Mit dem Wasser des Lebens, jede Zelle wird benetzt. Mit dem Wasser des Lebens. Erfahre Heilung auf allen Ebenen deines Lebens. Spüre, wie jede Zelle in deinem Körper benetzt wird. Mit dem Wasser des Lebens. Und jetzt komm ganz langsam zurück, gerne in den Schneidersitz oder in die Position, die dir heute gut tut. Mach ein Mudra mit deinen Händen, verbinde den Daumen mit dem Zeigefinger und dann nimm die Arme gestreckt nach oben. Schließe deine Hände über dir und komme Namaste. Fingerspitzen zur Stirn. Du hast dich heute energetisiert mit der Feueratmung. Mit dem Wasser des Lebens. Kraft und Stärke sind in dir, sowie Gesundheit, Gelassenheit und Erfolg auf allen Ebenen. Erlaube dir, all das anzunehmen, denn es ist bereits in dir. Namaste. Danke dir selbst dafür. Daumen zum Herzen, Fingerspitzen zur Stirn und dann öffne dich.
sei wieder ganz im Hier und im Jetzt. Du hast das wieder ganz toll gemacht. Lass es nachwirken. Nochmal ein Riesendank an unseren DJ. Er hat wunderschöne Musik ausgesucht. Ja, und wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag mit Dance, mit einem ganz kräftigen Dance-Workout zum Abnehmen und für die Kondition Cardio-Dance-Workout und danach wieder Yoga. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntagabend. Deine Jane.